Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder. Ich bin Redakteur bei den regionalen Medien Tirol. Und ich darf meinen heutigen Gast, die Profi-Trail-Runnerin Ida Sophie Hegemann, recht herzlich zum sportlichen Gespräch begrüßen. Hallo Ida, danke fürs Kommen. Hallo, danke für die Einladung. Ida, du bist mittlerweile in der Trail-Running-Spitze angekommen, darf man glaube ich so behaupten, oder? Ja. Du hast in dem letzten Jahr einige namhafte Erfolge erreicht. Wie läuft denn deine aktuelle Saison? Ja, also erstmal, ich finde Trailrunning ist ein sehr schwerer Begriff, vor allem wenn man ihn in einem Langsatz sagt. Ja, also habe ich mir Arschbär getan. Gut nachempfinden. Ja, genau, ich laufe eigentlich seit 2019 international und würde sagen, dass so richtig mein Durchbruch ich letztes Jahr hatte, international, wo ich mein erstes World Series Rennen gewonnen habe. Und dieses Jahr läuft die Saison bisher auch sehr gut. Also ich bin in der ersten Januarwoche mit einem schnellen Marathon mit 1300 Höhenmetern eingestiegen, mit einem Streckenrekord, und bin in Patagonien ein Rennen gelaufen, was für die WM-Qualifikation war, wo ich bei den Frauen gewonnen habe und overall auch Dritte war, also nur zwei Männer schneller waren. Und jetzt zuletzt bin ich auch nochmal World Series gelaufen, wo ich Dritte geworden bin in einem super starken Feld. Also ich bin bisher rundherum zufrieden, wie so das Training und die Saison verlaufen. Läuft ganz gut, oder? Ja. Jetzt bist du nicht nur eine Spitzen-Trail-Runnerin, du studierst auch Architektur. Und zwar nicht nur irgendwo, also in Innsbruck. Wie hat es dir denn nach Innsbruck verschlagen? Also ich muss zugeben, meine Liebe zu Innsbruck, die ist schon sehr, sehr alt. Eigentlich fast so alt wie ich. Meine Familie ist jede Ferien nach Imst oder Innsbruck gefahren. Wir sind immer an die Burg Klamm gefahren. Ja. Und zum Urlaub machen, im Sommer wie im Herbst, auch im Winter. Ich habe auch Skifahren halt hier gelernt. Und meine Eltern haben einfach immer schon die Berge hier geliebt. Und wir sind auch immer nach Innsbruck für Tagesausflüge. Und ja, ich weiß nicht, Innsbruck hat es mir schon immer angetan. Und ich habe damals schon gesagt, es wäre so toll, hier zu studieren. Und ja, irgendwie war meine Entscheidung dann etwa mit dem Einstieg in die internationale Szene beim Trailrunning zu schauen, wie gut ich international noch werden kann, wenn ich auch in den Bergen trainieren kann. Mhm. Und zwar nicht nur immer für ein, zwei Wochen, für einen Urlaub, für ein Trainingscamp oder Rennen, sondern wirklich dauerhaft. Und dann habe ich mich auf ein Auslandssemester beworben in Innsbruck in der Architektur und bin Anfang 2020, ganz kurz vor Corona, hergezogen. Oh. Nicht ganz so ohne, oder? Ja, ich habe mit der Jessie Pils in der WG gewohnt und habe mich dadurch eigentlich von Anfang an wohlgefühlt. Also sie ist ja auch eine Sportlerin durch und durch. Aber ich muss schon sagen, es ist mir sehr schwer gefallen, Anschluss zu finden, weil natürlich Uni war auch online, es war alles online. Ich war dann auch zeitweise noch in Hannover und habe von dort aus Uni gemacht und bin dann eigentlich erst im Mai wieder ganz nach Innsbruck gekommen und habe dann aber den Sommer wirklich sehr genossen. Und ich muss sagen, ja, so viel man Schlechtes über Corona sagen kann, auch gerade im Leistungssport, weil ja viele Wettkämpfe weggefallen sind, mir hat es eigentlich ganz gut getan, weil ich konnte den ganzen Sommer so dafür nutzen, alle Berge, alle Trails und Höhenwege zu erkunden rund um Innsbruck in Tirol. Und ja, das ist wahrscheinlich auch ziemlich in Ruhe wahrscheinlich, oder weil wahrscheinlich nicht so viel los war. Ja, total. Ja. Also ich habe es wirklich sehr genossen, wenn man das so sagen darf. Ja, cool. Also hat der Trail Running einen Ausschlag gegeben für deinen Umzug? Ja, genau. Ich wollte dadurch schauen, wie ich mich sportlich entwickle. Muss aber sagen, dass dann recht schnell für mich klar war, ich habe mich so in Innsbruck verliebt, ich möchte hier bleiben. Ich habe in der Uni dann mich ganz umgeschrieben auf hier den Bachelor fertig machen. Den habe ich jetzt letztes Jahr fertig gemacht und mache jetzt hier den Master. Und mittlerweile ist es für mich gar keine Frage mehr. Innsbruck ist meine Heimat. Ja. Was ich mir jetzt so in der Vorbereitung gedacht habe, ja, ich habe das Gefühl, dass einfach das Trailrunning einfach derzeit einfach einen großen Boom erlebt, oder? Ja. Auch gerade im Breitensport. Also wenn man jetzt an total. Das, mir fällt da immer das Innsbruck Trail Run Festival ein. Mhm.
Was ist so die Begeisterung oder die sagen wir mal, das Besondere oder die Herausforderung vom Trailrunning? So ein Stück kommt es auch durch Corona, glaube ich. Also seitdem ist der Hype riesig auf die Wettkämpfe. Man steht auf Wartelisten, macht so große Verlosungen mit für teure Startplätze. Also es ist wirklich ein Hype. Für mich natürlich total toll, mit anzusehen. Und ja, einer Szene oder den Profisportlern in der Szene hilft das natürlich nur, je breiter die Masse wird. Mhm. Und ich glaube, zum einen ist es die Natur, es ist was anderes als auf der Straße oder Bahn eintönige Runden zu laufen. Du siehst immer was anderes, kannst tolle Berge erklimmen, bist in tollen Regionen unterwegs, wo andere hinfahren zum Urlaub machen. Zum anderen kann man sich super gut selbst challengen, also du erfährst super gut deine eigenen Grenzen, ob das im Uphill ist oder im Downhill. Ja, ich weiß nicht, ich finde, es ist ein toller Test für einen selber und gleichzeitig hat die Trailrunning-Community einen ganz tollen Spirit. So jeder ist füreinander da, man versucht sich durch zu pushen gegenseitig, freut sich mit dem Ersten gleich wie mit dem Letzten. Und das finde ich, es ist einfach ein toller Sport zum Ausüben und der ist super einfach, weil jeder kann laufen. Ja, ich denke mal so, es ist einfach auch wahrscheinlich sehr motivierend, weil man einfach auch viel zum Schauen hat, jetzt blöd gesagt. Weil ja, wenn man jetzt normal läuft und es ist ein bisschen eintönig von der Kulisse, dann fällt es einem auch schwerer. Wenn man jetzt so eine atemberaubende Aussicht hat, dann ist wahrscheinlich auch die Motivation eine andere. Ja, und gerade hier in Innsbruck, man muss einfach aus der Haustür rausgehen und kann sofort auf die Bergkette rauflaufen, auf die Nordkette und hat eine super Aussicht. Und ich weiß nicht, ich sage immer, egal wie groß einem Probleme vorkommen, wenn man unten ist, egal wie viel Uni-Stress vor mir steht, wenn ich dann laufen war und oben an der Seegrube stehe oder am Haferlecker stehe und denke, boah, wie klein man eigentlich ist, wie unbedeutend, dann hat man ganz neue Energie für den Rest des Tages. Und ja, das ist was ganz Besonderes, was das Trailrunning einem gibt. Ja, einfach kurz zum Kopf freikriegen. Genau. Ja. Wir haben ja vorher gerade drüber geredet. Es gibt wahnsinnig große Distanzen. Also du hast gerade gesagt, du bist 110 Kilometer jetzt einmal gelaufen zum Beispiel. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie ist denn der Trailrunning-Sport strukturiert? Also da gibt es ja unterschiedliche, soll man sagen, Disziplinen, Wettbewerbe, oder? Ja, also grundsätzlich war es Trailrunning lange bekannt, vor allem für seine Ultrastrecken. Die Ultradistanzen sind auch immer noch meistens so die Hauptdistanzen bei den Rennen. Der Trend, je mehr Leute dazukommen und je größer die Masse im Moment wird, ist schon, dass so Marathonstrecken auch immer beliebter werden und immer mehr Fokus bekommen. Und es gibt auch verschiedene World Series, die sich auch auf diese Distanz konzentrieren. Aber grundsätzlich ist der Ultra-Part ein sehr wichtiger Part vom Trailrunning. Und Ultra meint eigentlich alle Distanzen, die länger sind als Marathonstrecke. Und es ist aber schon faszinierend, also ich selber komme ja auch aus der klassischen Leichtathletik, also vom Bahn- und Straßenlauf. Und da ist es ja eigentlich so, dass du höchstens ein, vielleicht zwei Marathons im Jahr läufst und das dann voll lange Belastungszeit ist und du dich lange davon erholst und regenerierst. Und beim Trailrunning ist es eher so, dass du quasi alle zwei Wochen 40 Kilometer im Rennen läufst. Und dabei läuft man da ja noch viel länger am Stück, weil man die ganzen Höhenmeter hat. Aber ein Stück ist der Untergrund halt anders. Dadurch, dass jeder Schritt ein bisschen anders ist, ist die Belastung anders. Und ja, man hat halt wirklich viele Rennmöglichkeiten. Also ich bin jetzt letztes Jahr in Innsbruck hier beim Alpine Trail Festival das erste Mal ein Ultra gelaufen. Da bin ich die 110 gelaufen. Und dann Ende des Jahres bei der UTMB World Series bin ich auch nochmal über 100 gelaufen. Und jetzt dieses Jahr auch bei der World Series in Kroatien 110. Es ist schon eine andere Belastung, als einen kleinen 40er oder 50er zu laufen. Aber klein. Die Begeisterung ist trotzdem die gleiche. Also ja, ich weiß nicht, es macht mir viel Spaß und die Zeit vergeht unheimlich schnell. Ich werde oft gefragt, was man denkt, wenn man so viele Stunden unterwegs ist. Also ich glaube, in Innsbruck war ich 12 Stunden 40 unterwegs, in Kroatien 11 Stunden 20. Und für einen selber vergeht das total schnell. Also ich könnte im Ziel nicht sagen, ob ich einen Marathon gelaufen bin in 3 Stunden gerade oder 120 Kilometer oder 110. Wow. wie schaut denn dann dein Trainingsalltag aus eigentlich? Wie viel Kilometer oder Höhenmeter laufst du so in der Woche? Also grundsätzlich trainiere ich so nach dem Prinzip 3 Belastungswochen und eine Entlastungswoche. Und jede Woche sieht ein bisschen anders aus. Die Höhenmeter hängen auch immer davon ab, was so die nächsten Höhepunkte sind. Also ich trainiere eigentlich immer noch 3 Tage die Woche flach. Aber jetzt, wo es auf die WM zugeht, hier in Innsbruck, die unheimlich viele Höhenmeter hat auf den 86 Kilometern,
trainiere ich viel, viel mehr am Berg und weniger flach. Und davon abhängig ist halt auch das Kilometerpensum. Aber ich würde sagen, grundsätzlich trainiere ich in einer Belastungswoche zwischen 20 und 30 Stunden und in einer Entlastungswoche zwischen 15 und 20 Stunden. Okay, das ist dann so distanzmäßig. Es fängt bei 120 an und geht bis 200 Kilometer hoch. Feire. Aber bei 200 Kilometer Wochen sind dann schon wenig Höhenmeter dabei. Also ja. Da ist der Fokus dann wirklich auf den Kilometern, auf den flacheren. Ja, aber es ist schon viel Pensum. Und natürlich ist auch wichtig, dass man außer Laufen noch andere Sachen macht. Also ob es jetzt hier im Hallenbad Schwimmen ist oder Aquajoggen oder ich mich aufs Rad setze oder zum Krafttraining in die Base 5 gehe. Das sind schon auch super wichtige Sachen, die zum Trainingsalltag dazugehören. Du bist ja wahnsinniges Stundenpensum einfach. Ja, total. Ja. Apropos Höhenmeter. Also stell mir vor, beim Laufen zählen halt nicht nur die Aufwärtshöhenmeter wie jetzt beim Radlfahren oder so, weil da sind halt die sagen wir mal, die Abwärtshöhenmeter, die entspannten, geschenkt, ja genau. Und das ist beim Laufen halt ganz anders. Mhm. Ich denke mal, vielen Leuten tut halt nach der Almwanderung schon die Gelenke weh. Mhm. Wie ist das denn bei dir beim Trailrunning? Ja. Wie geht man damit um? Es ist tatsächlich auch einer der Hauptgründe, wieso ich mir anschauen wollte, wie es ist, wenn ich in Innsbruck trainiere. Weil das Berghochlaufen kannst du ganz gut dadurch kompensieren, wenn du viel im Flachen schnell trainierst und da schnell bist. Das geht noch, aber das Runterlaufen ist das, was wirklich viel Training erfordert. Und wo einfach alle, die in den Bergen aufgewachsen sind oder leben, einen großen Vorteil haben, weil sie ein ganz anderes Vertrauen in den Berg haben. Und beim Downhill hilft es eigentlich nur, wenn man mutig läuft. Und das ist was, woran auch ich immer noch arbeite, wo man ganz viel mit Körperbalance arbeiten muss. Und ja, also es ist immer noch so, wenn ich jetzt an die 110 denke, man hat danach super schmerzende Beine und Muskelkater vom Downhill, obwohl man es gewohnt ist und obwohl man viele Stunden Downhill trainiert. So ganz schmerzfrei ist es, glaube ich, nie. Aber es hilft schon viel, wenn man sein Körpergewicht gut verlagern kann, nicht zu viel Gewicht auf den Knien hat und einfach mit viel Mut und Vertrauen in den Berg runterläuft. Also hat auch viel mit Technik zu tun. Ja, definitiv. Ja. Ich nehme an, Regeneration spielt da eine große Rolle, oder? Ja, gerade dafür finde ich eigentlich, dass die flachen Läufe immer recht wichtig sind. Mir macht das auch nicht, also auch keinen Spaß, langsam am Innen entlang zu laufen und dabei von den Rädern die ganze Zeit überholt zu werden. Aber es gehört einfach zum Training dazu. Und gerade wenn ich mich von intensiven Bergintervallen oder Tempoläufen am Berg erholen will, ist es wichtig, dass man bei der Regeneration nicht immer nur am Berg unterwegs ist, weil das einfach eine höhere Belastung für die Beine und die Muskeln und den ganzen Körper ist, sondern auch da mal ins Flache geht, auch wenn es keinen Spaß macht. Okay. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, weil es dann doch ein bisschen mühsam ist, wenn man sich dann denkt, eigentlich, sagen wir mal, zum Beispiel die 10 Kilometer, würde ich in ganz einem anderen Tempo schaffen, aber... Genau, total. Ja. Ja, mir geht das auch oft so. Also die 8 Kilometer regenerativer Dauerlauf oder 10 sind für mich so die meistgehasste Einheit. Okay. Ja. Ein wichtiges Thema ist sicher Ernährung. Spielt eine große Rolle, oder? Ja, also ich bin tatsächlich jemand, der nicht mit Ernährungsberatern zusammenarbeitet und sehr viel sich danach ernährt, was der Körper will oder verlangt. Also ich bin jemand, der... Ich esse, wenn ich Hunger habe. Also natürlich esse ich auch zu normalen Zeiten, aber wenn ich am Nachmittag Hunger habe, es gibt nichts, was ich mir verbiete. Weil ich glaube, um das ganze Pensum gut zu schaffen und ohne Verletzungen vor allem zu schaffen, ist es unheimlich wichtig, dem Körper das zu geben, wonach er verlangt. Und also ich esse schon vegetarisch. Das liegt aber eigentlich eher an persönlicher Vorliebe. Esse aber unheimlich gern Fisch. Und ja, es gibt sonst bei mir eigentlich keine strengen Regeln. Ich habe mal eine Zeit lang auf Zucker verzichtet, da aber ganz schnell gemerkt, dass das für mich gar nichts ist. Da hat mir einfach super viel Energie gefehlt und ich unheimlich schnell an Gewicht verloren, was sehr gefährlich ist bei dem Pensum, was ich laufe. Und ich bin eine ziemlich schlanke Läuferin, sodass ich schon aufpassen muss, dass ich nicht zu wenig esse. Aber ja, ich lasse uns auch relativ regelmäßig mein Blut checken, weil... so Mangelwerte oder Mangelerscheinungen ja recht schnell im Blut nachweisbar sind und einem dann natürlich auch vor Verletzungen verschonen. Würde aber sagen, dass ich mit der Strategie, so mich zu ernähren, wie ich es für richtig halte, bisher ganz gut fahre. Okay, wir haben einen
Podcast gemacht mit einer Ernährungsexpertin. Die hat eigentlich... das Gegenteil wahrscheinlich nein, gesagt. Nein, die hat genau das gesagt. Die hat gesagt, iss, wenn du hungrig bist. Ja. Und also einfach recht simple Regeln. Also, okay, das beruhigt mich jetzt. Ist zutreffend, ja, auf jeden Fall. Na, weil ich weiß natürlich, gerade bei anderen Profiläufern sehe ich das, wenn wir im Trainingslager sind oder bei Trainingscamps. Es gibt welche, die haben einen total strengen Ernährungsplan und da frage ich mich schon immer, inwieweit mir das helfen würde, aber irgendwie glaube ich, dass sich dann der Tag zu sehr ums Essen dreht und man auch ein Stück so den Spaß und den Genuss am Essen verliert und deswegen ja, versuche ich da einfach das so durchzuziehen, wie ich es bisher gemacht habe. Ja. Mit wem entwickelst du deine Trainingspläne? Also ich habe eben dadurch, dass ich schon mit 13 in den Leistungssport laufen gekommen bin, unheimlich lange in Kaderstützpunkten trainiert und immer die Kadertrainer als Trainer gehabt und wirklich dadurch ein gutes Wissen, was mein Körper verträgt und was nicht und was bei mir gut ist und was nicht. Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre mit dem Bundeskadertrainer Berglauf und Trail zusammengearbeitet und er hat am Anfang gesagt, ich glaube, das war im November 2020 oder 2021, dass ich in Innsbruck an der Sportuni so Sport-Performance-Test gemacht habe. Da war er dabei und danach haben wir eben besprochen, wie wir jetzt weiter das Training strukturieren. Und da hat er gesagt, sein Ziel ist, dass ich das Training irgendwann selbst übernehme, weil ein guter Athlet kennt sich so gut und seinen Körper so gut, dass er sich selbst trainieren kann. Und da habe ich erstmal noch gedacht, okay, interessant. Ja. aber ich muss sagen, ich kann es super gut nachvollziehen und bin ein großer Fan von der Strategie. Also seit eigentlich letzten Juli, August mache ich das Training jetzt selber. Er schaut aber drüber. Also wir hören uns immer noch in regelmäßigen Abständen. Er berät mich bei meinen Rennen, bei meiner Wettkampfplanung. Aber ich kann mir grundsätzlich das Training strukturieren und damit fahre ich ganz gut, weil so kann ich es mit der Uni, mit allem unheimlich gut planen. Ich kann einen Regenerationstag mehr einplanen, wenn ich merke, ich brauche es. Ja, ich weiß nicht. Also für mich ist das so die Optimallösung im Moment. Ja. Du hast mir das quasi schon vorweggenommen, das Studium und, sagen wir mal, Profisport ist wahrscheinlich doch eine große Herausforderung, oder? Wie managst du das? Ich hätte mir vielleicht einen leichteren Studiengang wählen können. Ja. Nein, Architektur ist eine große Leidenschaft von mir und macht mir unheimlich viel Spaß. Und ich möchte später auf jeden Fall als Architektin arbeiten, deswegen ist es für mich keine Frage, dass es der richtige Studiengang ist. Aber es ist natürlich ein Studiengang, der sehr... ja, arbeits- und projektintensiv ist und besonders hier in Innsbruck. Ich habe ja vorher eben auch in Deutschland schon Architektur angefangen, aber gerade hier hat man einfach so viele Möglichkeiten, verschiedene Kurse zu wählen, verschiedene Schwerpunkte. Man hat unheimlich viel Projektarbeit und praktische Arbeit und viele, viele Abgaben, ja. Sodass ich wirklich gut eingespannt bin. Im Moment geht's, weil ich im Master gerade einfach weniger Kurse mache. Liegt zum Teil auch daran, dass eben alles wieder also von Fernuni weg umgestellt ist und ich viel weg bin mit Rennen und Trainingslagern, sodass ich weniger anwesend sein kann in Anwesenheitspflichtkursen. Deshalb habe ich gerade nicht so viele Kurse wie sonst, aber es tut mir eigentlich ganz gut fürs Training und die Regeneration ein bisschen rauszunehmen, weil der Bachelor letztes Jahr, das war schon super intensiv. Ja. Ja. Wie viel bist du eigentlich im Weg so international? Also die letzte Woche war ich, glaube ich, das erste Mal seit Februar 5 Tage am Stück in Innsbruck. Okay, So. Das klingt stressig. Ja, es ist wirklich cool. Also ich finde, natürlich ist es stressig, wenn man viel reist, aber ich darf an viele Orte reisen. Und ich muss sagen, egal wo ich bin und egal wie schön es ist, ich freue mich immer unheimlich doll darauf, nach Innsbruck zurückzukommen. Und wenn ich dann den ersten Tag wieder hier bin und einfach nur von hier aus laufen gehen kann, von zu Hause, bin ich jedes Mal so glücklich, hier zu wohnen und so dankbar dafür, dass es irgendwie ein tolles Gleichgewicht ist. Ja, man ist halt wirklich gleich in der Natur. Ja, sofort. Du hast es auch schon angesprochen. Du hast ja deine Wurzeln in der, also Leichtathletik, also quasi bist eher auf der Bahn gelaufen. Wie ist es denn zum Trailrunning gekommen dann bei dir? Also ich bin 2017, nachdem ich mich von einer Stressfraktur erholt habe, einen Berglauf gelaufen, mehr oder weniger durch Zufall. Ich habe in Hannover im Olympiastützpunkt trainiert, im Internat war ich da, seit ich 15 war und habe unheimlich viel Pech mit Verletzungen und Krankheiten gehabt. Vielleicht, weil ich nicht so sehr auf meinen Körper gehört habe, vielleicht, weil das viele Training ein bisschen zu früh für mich war.
in der Entwicklung und so, dass ich echt viel pfeifisches Drüsenfieber, da mal eine Stressfraktur, da Probleme, dann da ein Riss, also wirklich viel trainiert habe und viel Verletzungen hatte, also wenig Rennen. Und dann war ich nach dem Abi relativ frustriert und wusste nicht, ob ich das jetzt so weitermache, so viel Training, weil es ist halt ein Riesenaufwand. Du stellst alles hinten an für den Sport und dann fehlt so der Outcome. Das war da zu dem Zeitpunkt einfach so. Und heute weiß ich, dass das alles mir voll viel Grundlage gebracht hat und viel mich reifer gemacht hat. Aber damals wusste ich das eben noch nicht und habe überlegt, ob es das Laufen überhaupt noch ist. Bin einen Berglauf gelaufen zum Spaß und habe den gewonnen. Und da hat mich jemand dann angesprochen im Ziel, ob ich mir vorstellen könnte, für Gore war das, glaube ich, damals ein Guestrunner beim Transalpine Run zu sein. Okay. Und dann bin ich nach Hause und habe das gegoogelt und habe mir bei YouTube so Dokumentationen über den Transalpine Run angeschaut und war dann völlig perplex, dass man über die Berge auch laufen kann. Okay. Also ich kannte es ja eben aus dem Urlaub und meine Familie ist immer unheimlich viel gewandert und ich erinnere mich auch, dass ich ganz oft Streits mit meiner Mama oder meinen Geschwistern hatte, dass sie behauptet haben, ich würde immer vorrennen, was ich überhaupt nicht nachempfinden konnte, weil für mich bin ich ganz langsam gewandert. Aber also, du hast es quasi schon von Kindesbeinen. Ja, scheinbar. Im Nachhinein würde ich auch sagen, es tut mir sehr leid, dass ich die immer die Berge hochgetriezt habe. Aber damals habe ich das natürlich nicht so gesehen. Da habe ich dann gedacht, das sieht so cool aus, so abenteuerlich, das will ich unbedingt machen. Dann bin ich zu dieser Gästetappe gefahren, das war Ende 2017 und die war damals, ich glaube, von Lech nach St. Anton. Und es waren so 27 Kilometer und 2000 Höhenmeter. Und wir sind ganz gut abgeschnitten an dem Tag und ich bin fasziniert gewesen von der neuen Herausforderung, ja, von den ganzen Höhenmetern und der Spirit. Ich war wirklich wie frisch verliebt, als ich im Ziel war. Und wurde recht schnell gefragt, ob ich mir vorstellen kann, im deutschen Team von Salomon zu starten. Und dann bin ich nach Hannover zurück und habe das da mit meinen Trainern überlegt und habe gedacht, ja, ich probiere das, weil es macht mir riesig Spaß. Und das Lustige ist, von dem bisschen Downhill, was man da gelaufen ist, konnte ich mich, glaube ich, 5 Tage nicht mal richtig auf den Stuhl setzen, oje, weil ich es nicht gewohnt war. Ja. Und so hat es dann eigentlich angefangen, 2018. War dann meine erste Trail-Saison. Das erste Rennen war so der Zugspitzmarathon, den ich auch gleich gewinnen konnte. Und dann wusste ich, ja, es war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Ja. Ich bin dann in dem Jahr auch schon die ersten internationalen Rennen gelaufen, wo ich dann gemerkt habe, wie groß da dann doch noch der Unterschied nach ganz oben ist. Und dass man vor allem Downhill echt in den Bergen trainieren muss. Also du bist gleich ziemlich durchgestartet. Ja, schon, obwohl ich dann eben international gesehen habe, da ist echt noch Luft nach oben. Schön, dass ich so in der Dachregion schon oben mitlaufen kann. Aber international, wenn ich mir die Spanier, die Italiener anschaue, da muss ich mich reinhängen. Ja, dann kommen wir mal eigentlich jetzt quasi zu dem Anlass des Gesprächs, mehr oder weniger. Wir haben ziemlich eine Punktlandung hingelegt. gestern war die Nominierung vom Deutschen Leichtathletikverband für die World Mountain and Trail Running Championships, also die Weltmeisterschaft im Trailrunning, die jetzt in Innsbruck stattfindet. Und du darfst jetzt offiziell freuen, oder dass du jetzt da starten darfst, oder? Wie groß ist deine Vorfreude? Ja, riesig. Also ich muss sagen, klar, ich bin Botschafterin der WM und habe mir das unheimlich gewünscht und habe auch mit meinen Erfolgen aufgezeigt, dass ich dort starten sollte. Trotzdem musste ich natürlich wie alle anderen auch auf die endgültige Nominierung warten und ich bin jetzt so froh, dass es endlich durch ist und seit gestern offiziell ist und ich mich richtig auf die WM vorbereiten und freuen kann. Da sitzt man dann wahrscheinlich ein bisschen auf Nadeln, oder? Total. Ja. Ein bisschen ist untertrieben. Also ja. Ah, ich glaube, mit mir haben so viele mitgelitten an Familie und Freunden und immer wieder halt alle, oh, wann ist es endlich soweit? Hast du schon was von der Nominierung gehört? Das kann doch nicht sein, es sind doch nur noch 5 Wochen. Und ja, dann kam gestern endlich die E-Mail. Ja. Ja, heiß ersehnt. Heiß ersehnt. Mhm. Ich muss dann sagen, deine Erfolge sprechen dann wahrscheinlich doch für dich, oder? Ja. In welchen Disziplinen startest du denn jetzt? Weil es gibt ja doch unterschiedliche Wettbewerbe. Genau, also vom Berglauf gibt es den Vertical und den Mountain Classic. Das sind einmal 7 Kilometer bergauf im Stubai. Der Mountain Classic sind 12 Kilometer, 2 Runden, die man hier in Innsbruck läuft. Mhm. Und dann gibt es vom Trailrunning den Trail Short und den Trail Long. Der Trail Short ist 46 Kilometer. Ja, dass der Trail Short heißt, ist schon lustig. Ja.
Das ist auch eine ganz coole Strecke. Die starten in Innsbruck und haben das Ziel im Stubai. Ja. Und die 86 starten im Stubai und das Ziel ist in Innsbruck. Und die möchte ich laufen. Und die sind echt knackig. Also die haben 6.500 Höhenmeter hoch und auch runter. Und ich habe mir die Strecke schon ein paar Mal angeschaut, eben auch beim Shooting für die WM letztes Jahr schon ein paar Parts besichtigt und auch dieses Jahr geschaut, das, was man mit dem Schnee gerade schon besichtigen kann. Sie sind super steil. Also ich glaube, das wird ein richtig cooles Rennen, ja, weil alles offen ist. So knackig ist meiner Meinung nach ein bisschen Untertreibung, aber ja, ich glaube, schon es sehr beeindruckend, ja. Total. Also für mich ist auf jeden Fall die Herausforderung die vielen Downhill die vielen Downhill-Meter. Uphill mache ich mir eigentlich keine Sorgen, aber so viel Downhill am Stück ist schon hart für die Beine. Ja. Und ich glaube, ganz entscheidend ist vor allem, dass man sich gut verpflegt und wirklich einen guten Tag hat. Ich glaube, das wird an dem Tag den Hauptunterschied machen, weil so viel Höhenmeter wie sind, ist es nicht wirklich laufbar, sodass vielleicht gar nicht unbedingt der oder die Schnellste gewinnt, sondern der oder die Strecke einfach am besten bewältigt. Okay. Das ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man die Strecke gut kennt, oder? Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ja. Also vor allem, um sich richtig die Kräfte einzuteilen und um zu wissen, an welchen Stellen es technisch ist, an welchen Stellen man im Downhill besser laufen lassen kann, an welchen Stellen man Zeit gewinnen kann oder wo man echt was verlieren kann. Da kann es eigentlich nur von Vorteil sein, wenn man die Strecke kennt. Das heißt, wie so der Rennablauf? Wird da viel taktiert und... Ja, ich weiß nicht. Dadurch, dass es meine erste WM ist, es ist die zweite WM, wo Berglauf und Trail zusammenliegen, die über World Athletics vergeben wurde. Und die erste war letztes Jahr in Thailand, ganz spät im Jahr. Da ist jetzt Innsbruck schon was komplett anderes, auch von der Besetzung her, weil da jetzt alle Profis und von international herkommen. Es liegt super und alle wollen hier starten und zeigen, wie gut sie sind. Deswegen, das wird auf jeden Fall super, super spannend. Da kann ich mir schon vorstellen, dass taktiert wird. Ich muss ehrlich sagen, dass so richtig taktiert wird in einem langen Rennen, habe ich jetzt bei meinem letzten World Series Rennen das erste Mal erlebt. Da ging es um 3 Quali-Plätze für das UTMB World Series Finale. Das ist jetzt was anderes, aber da wurde eben auch taktiert um diese 3 Plätze. Das habe ich schon gespürt und dann ziemlich am Anfang versucht, diese Gruppe zu sprengen, damit wir nicht alle zusammenlaufen. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie das bei der WM wird, ob da jemand von vorne raus wirklich alles gibt und vorne wegläuft bei den Frauen oder ob es eine Führungsgruppe gibt, wo taktiert wird. Bei den Männern könnte ich mir schon eher vorstellen, dass da taktiert wird. Ja. Ich stelle mir das sehr schwer vor, dass man da, wie man da seine Kräfte einteilt, weil es halt doch, für euch ist es eher logisch abschätzbar, aber das ist einfach so eine Wahnsinnsdistanz, ja, dass man damit, keine Ahnung, nach 70 Kilometer völlig fertig ist. Ja, gerade bei den vielen Höhenmetern, die es jetzt hier zu bewältigen gibt, bin ich mir eigentlich recht sicher, dass taktiert werden muss oder man sich selbst sicher sein muss, was die eigene Taktik ist und man sich vor allem auf sich selbst konzentrieren sollte. Aber grundsätzlich sind es die Männer meistens gewohnt, dass sie ja vorne in der Gruppe laufen und da kennen das Taktieren eher aus den Rennen, während bei den Frauen ist es ja meistens so, dadurch, dass Männer und Frauen sonst zusammen starten, sind die Frauen eigentlich nie eine eigene Gruppe. Sondern wenn ich jetzt bei einem normalen Rennen laufe, wie hier beim IATF letztes Jahr, dann führe ich vielleicht. Aber ich laufe in einer Gruppe mit, weiß ich nicht, 3, 4 anderen Männern. Und da ist nichts mit Taktieren, sondern wir versuchen uns gegenseitig Tempo zu machen, okay, und zu ziehen. Und die Männer ganz vorne haben das aber immer, in der Gruppe zu laufen und zu wissen, ja, der führt jetzt, ich muss dranbleiben. Ich finde, das ist schon spannend zu sehen, wie das jetzt bei uns Frauen ist, wo da eben die Männer fehlen, die sonst eigentlich mit uns in der Gruppe vorne laufen. Also, da sind dann die Klassen getrennt, oder? Ja, also es laufen ja eben nur die Männer und Frauen, die vom jeweiligen Nationalverband nominiert werden. Und da werden die Männer schon alle schneller sein als wir Frauen. Okay. Deswegen wird eigentlich einfach so diese breite Masse an Männern fehlen, okay, die sonst bei den ersten Frauen etwa mitläuft. Wie viele Starter sind da ungefähr? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Nee. Ja. Ich bin selbst gespannt, weil ich glaube, letztes Jahr waren es vielleicht 60 Frauen oder so auf der Langstrecke und ich glaube, dieses Jahr werden es viel, viel mehr. Ich glaube, jedes Land kann ja bis zu 6 Frauen und 6 Männer in jeder Disziplin ins Rennen schicken und ich glaube, es werden viel, viel größere Felder. Ja. Ist es dann schwierig, die Konkurrenz einzuschätzen, wenn man jetzt... In Innsbruck auf jeden Fall. Also
so viele Höhenmeter wie die Strecke hat, würde ich sagen, kann das Feld komplett durchmischen. Also man muss schon realistisch sein. Mein Ziel ist es, ein super Rennen für mich zu machen und ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, mit der deutschen Frauenmannschaft eine Medaille zu holen. Aber ich glaube schon, dass vor allem die Französinnen so ein bisschen die Medaillenränge unter sich ausmachen und bin gespannt. Also ich muss schon sagen, dass ich wirklich gespannt bin, weil normalerweise haben die Strecken nicht so viele Höhenmeter, sodass vielleicht manche, die sonst stark sind, eher schwächer abschneiden und welche, die sonst eher schwächer sind, weil sie nicht so schnell laufen, dass sie dann viel mehr stark sind oder vorne sind, weil es so viel Höhenmeter zu bewältigen hat. Es ist schon, ja, ich bin selbst aufgeregt oder gespannt, wie es am Ende wird. Ja, was für mich immer beeindruckend ist, ist einfach das Durchhaltevermögen bei so langen Rennen, weil es sind ja doch dann einige Stunden, würde ich mal behaupten. Woher nimmt man die Motivation, dass man ja so lange Distanzen bewältigen kann? Wie haltet man die Motivation da aufrecht? Oder ist es überhaupt notwendig? Ich muss jetzt sagen, und das klingt wahrscheinlich super unsympathisch, dass es nicht notwendig ist. Aber damit will ich jetzt nicht unsympathisch klingen, sondern ich weiß nicht, aber wenn ich laufe, bin ich so sehr in meinem Element, dass ich nie denke, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Okay. Also es ist schon so, dass wenn ein Rennen wirklich zart ist, ganz viele Höhenmeter oder ganz viele zähe Kilometer sind, wo man nicht wirklich gut vorankommt, weil entweder super viel Schlamm ist oder man einen Fluss quert oder super technisches Terrain, wo man einfach sich echt langsam fortbewegt und gefühlt 20 Minuten für einen Kilometer braucht, da kenne ich das schon, dass man denkt, boah, das ist heute wirklich zart, wieso tue ich mir das an? Aber es ist nie, dass ich denke, mir fehlt die Motivation. Ich glaube, es kommt irgendwie daher, dass man ist von der Natur ein bisschen abgelenkt. Gleichzeitig ist der Reiz jedes Mal ein anderer beim Uphill, beim Downhill, beim flachen Laufen. Man hat jedes Mal neue Energie und also ich glaube, wenn man wirklich einmal so dieses Runner's High beim Trailrunning erlebt, dann weiß man, wieso ich meine, man muss sich nicht motivieren. Ja, auch nicht im Training. Nee, es ist wenn dann eher, wenn es zum Beispiel super doll regnet und ich weiß, oh, jetzt stehen Tempoläufe an am Berg, da bin ich schon so, dass ich mir das auch vor mir herschiebe, bis ich dann irgendwann denke, okay, jetzt muss ich, bevor es dunkel wird. Ja. Das kenne ich auf jeden Fall auch und es ist völlig normal, dass nicht jeder Tag gleich ist. Es gibt auch Tage, wo ich mich einlaufe oder einen Dauerlauf mache und merke, boah, die Beine wiegen heute wie Blei, es ist zäh. Aber ja, irgendwie bin ich doch einfach nur dankbar, dass ich diesen Sport machen darf und ja, das überwiegt. Ja. Jetzt ist es ja eben nicht mehr allzu lang bis zum WM, also jetzt ein Monat ungefähr, oder? Ja, es sind 5 Wochen noch. Ja. Also bis zu meinem 80, die am Freitag oder Samstag, am 9. Juni jedenfalls stattfinden, müssten es noch ziemlich genau 5 Wochen sein. Ja. Wie schaut denn jetzt dein restliches Programm aus? Bist du da viel auf der Strecke am Weg oder? Ja, bisher hat die Strecke leider echt noch viel Schnee, die lange. Ich war jetzt am Wochenende eben in Saalfeins. Ich habe es dir eben im Vorgespräch schon erzählt. Da ist noch unheimlich viel Schnee, unheimlich tiefer Schnee. Und wenn man zu den Kügeln rüberschaut, da habe ich mich gefragt, ob ich lieber Ski mitnehmen sollte. Deswegen bin ich echt gespannt, wie sich die Schneelage entwickelt. Man kann im Moment gerade im Stubai noch nicht so viele Streckenparts ablaufen. Aber sobald es wärmer wird, wird es sicher schneller abschmelzen. Also ich möchte noch so viel wie möglich von der Strecke ablaufen und mir genau anschauen. Im Moment laufe ich halt alles, was so an der Nordkette zur Strecke gehört, immer wieder und wieder ab. Und das ist so der Laufstreckenfokus, würde ich sagen. Und sonst trainiere ich eben mehr mit Höhenmetern als sonst, weniger flach, weil es eben ein wenig flaches Rennen ist. Und werde noch lange Dauerläufe, vor allem jetzt in der Phase, wo noch ein paar Wochen hin sind, einen Plan, wo man einfach 6-7 Stunden am Berg unterwegs ist, um die Belastungsdauer drin zu haben. Okay. Und was man nicht vergessen darf, Verpflegungstraining. Also ich bin nicht so die Expertin für gute Verpflegung im Rennen, weil ich einen relativ schwierigen Magen habe. Also ich bin niemand, der Gels verträgt normalerweise. Ja. Und daran arbeite ich gerade. Ich trainiere gerade, dass ich Gels vertrage. Okay. Also noch in so vielen Trainingsläufen wie möglich die Verpflegung trainieren. An das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass man das auch unbedingt trainieren muss. Ja. Unbedingt. Aber das ist auch was jeden Hobbyläufer eigentlich betrifft. Also es ist gut, wenn man im Rennen nur das nimmt, egal wie verführerisch Verpflegungsstationen aussehen, was man gewohnt ist.
Ganz egal, worum das jetzt geht, ob das bei Getränken ist, bei Obst, bei Gels. Das, was der Körper nicht kennt in so extremen Belastungen, kann schon schnell nach hinten losgehen. Also das muss man gut trainieren. Okay, sehr guter Tipp, den werde ich mitnehmen. Ja, und sonst, wenn es gar nicht geht, wenn man nichts verträgt, ist hier das Sportlabor in Innsbruck eigentlich ganz gut, weil die haben in ihren Getränken so Getränkmixe, die dich dann, wenn du es nicht schaffst, das zu essen, trotzdem mit genügend Kohlenhydraten auffüllen. Das ist immer so mein Backup, das ist ganz gut. Okay, gut zu wissen. Ja. Ida, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für den sehr spannenden Einblick. Sehr gern. Ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Unsere Standardfrage, nämlich ist es die nach dem Lieblingsplatzl. Was ist denn dein Lieblingsplatzl in Tirol? Ach, schwierige Frage. Aber ich bin unheimlich gern bei der Aspachhütte oben. Okay. Da bin ich richtig gern und am liebsten ganz in der Früh, wenn noch niemand sonst da ist. Ja, das ist schön. Ja, das ist so mein Lieblingsort zum Hinlaufen, Vorbeilaufen. Aber das ist, bist eine der wenigen, die sich da so konkret festlegt. Also. Ja, na, Tirol ist wunderschön, auf jeden Fall. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen dürfte, wenn ich jetzt nur noch an eine einzige Stelle laufen dürfte oder hin dürfte, dann wäre das dort. Okay. Mhm. Ja, dann noch einmal vielen Dank. Ich habe zu danken. War ein sehr schönes Gespräch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen danke fürs Dabeisein. Alle unsere Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.at/Tirolerstimmen. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at/Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.